Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie den GNOME Desktop aktivieren können, vorausgesetzt er ist überhaupt deaktiviert. Mitunter ist er nach einer Installation allerdings deaktiviert. Wie Sie feststellen können, ob er bei Ihnen aktiviert oder deaktiviert ist, ist ganz einfach. Zum einen, es werden keine Desktop-Icons angezeigt. Gut, die können Sie aber auch von Hand entfernt haben. Und der rechte Mausklick funktioniert nicht. In diesem Fall ist er schon aktiviert. Hier bekomme ich nämlich den rechten Mausklick und dieser ist ja mitunter ganz wichtig, um ein Verzeichnis zum Beispiel anzulegen. Also, zur Aktivierung brauchen wir dconf editor, falls der bei Ihnen nicht installiert ist, einfach über das Ubuntu Software Center nach dconf suchen und dconf editor installieren. Ist in diesem Fall hier auch schon installiert. Wenn also alles installiert, dann einfach über Anwendungen, Systemwerkzeuge, dconf editor aufrufen. Dann navigieren wir uns hier auf der linken Seite zum Programm.org, dann GNOME, dann Desktop, dann Background. Auf der rechten Seite finden wir dann in der Auflistung Show Desktop Icons. Das wird einfach gecheckt und damit wird automatisch auch der rechte Mausklick aktiviert. Am Ende einfach schließen und das war's dann auch schon. Okay.